Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese Ausstellung endlich eröffnen können. Hey Hamburg, kennst du Dwala Mangabell? Die Ausstellung für junge Menschen. Seit 3 Jahren arbeiten wir an diesem Projekt und es ist wirklich für uns ein ganz besonderes Projekt. Es ist eigentlich ein Experiment. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Ausstellung zu gestalten für junge Menschen und Familien, die sich mit dem Thema Kolonialismus beschäftigt. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir ein Thema wählen, das Hamburg und Afrika verbindet, im spezifischen Hamburg und Dwala. Und wir wollen hier die Geschichte von Rudolf Dwala Mangabell und seiner Familie erzählen, um ein besseres Verständnis dafür zu geben, was Kolonialismus mit Menschen macht und wie er bis heute in unserer Gesellschaft und in Afrika nachwirkt. An diesem Projekt haben wirklich sehr viele Menschen beigetragen und ich möchte vor allem Princess Marilyn Dwala Mangabell danken, die das Projekt 3 Jahre lang mitgetragen hat. Es war unsere gemeinsame Idee, diese Kooperation zu starten und wir hoffen beide, dass die Ausstellung dann auch in Dwala gezeigt werden kann. Wir hatten viele Menschen hier und in Kamerun beteiligt. Ich möchte mich bei allen bedanken, vor allem bei unserem Beirat, bei den Künstlern Caro Akbokire, Hervé Yumbi und Lukulule, die einen wirklich entscheidenden Beitrag zu dieser Ausstellung geleistet haben. Die Gestaltung stammt von Hanne Rung und Helen Stelthove, die dem Ganzen mit ihrer wirklich herausragenden Grafik einen ganz besonderen Charakter gegeben hat. Es war uns ein großes Anliegen, die Ausstellung im Stile einer Graphic Novel zu gestalten. Und Caro Akbokire hat das ganz besonders gelöst, indem er in seinem Zeichenstil die Zeit, in der das alles geschehen ist, im Stil wieder aufleben lässt. Und unser Team war auch, es waren 5 Leute im Haus an diesem Projekt beteiligt und ich möchte hier wirklich Suilan Hopmann danken, die diese ganz komplizierte Zusammenarbeit mit so vielen Menschen wirklich hervorragend gemanagt hat. Richard Zogang Fossi, unser kuratorischer Fellow, hat entscheidende Recherchen gemacht, die eine Grundlage zu diesem Projekt geworden sind. Ich danke auch all unseren Förderern, allen voran der Kulturstiftung des Bundes, mit deren Unterstützung wir dieses Projekt überhaupt erst gestalten konnten, der Zeit-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung und der Commerzbank, die uns besondere Mittel für Vermittlungsprogramme zur Verfügung gestellt hat. Ich danke Ihnen allen sehr und ich freue mich und hoffe, dass wir im August gemeinsam ein Wochenende hier gestalten können, auch den König aus Dwala und den Bürgermeister und vor allem auch Princess Marilyn Bell und all unsere kamerunischen Freunde in Deutschland hier begrüßen können. Dankeschön. Qui nous regarde et c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette exposition Hey Hamburg, Do You Know Rudolf Dwala Mangabell. C'est un plaisir parce que c'est un travail qui a duré 3 ans avec le docteur Barbara Plankenstein. Nous sommes rencontrés il y a 3 ans environ et nous avons conçu ce projet. Elle m'a proposé, ayant découvert que j'étais l'arrière-petite-fille de Rudolf Dwala Mangabell, elle m'a proposé de monter cette exposition ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui viennent de Dwala, qui sont dans cette exposition. Il y a évidemment le fonds de collection qui vient du littoral camerounais, qui est dans cette exposition, le fonds de collection du MAR, du musée Amberenbaum. Et c'est un plaisir de mélanger des objets du passé qui viennent du fonds de collection avec des objets du présent, des objets d'art contemporain qui ont été conçus, réalisés au Cameroun.
Cette exposition, j'investis dans cette exposition beaucoup de choses, notamment. Cette exposition est la rencontre entre le Cameroun et l'Allemagne, le Cameroun contemporain et l'Allemagne contemporaine, pour parler d'un passé commun. Et ce passé qui a été douloureux et qui est présenté aujourd'hui pour les jeunes générations doit permettre de produire des relations beaucoup plus apaisées et permettre aux jeunes Camerounais qui verront cette exposition quand elle viendra au Cameroun et aux jeunes Allemands qui vont voir cette exposition à partir de son ouverture officielle de nouer des liens, de créer des relations, etc. J'envisage au travers de cette exposition, grâce au soutien du maire de la ville de Douala et probablement du maire de la ville de Hambourg, avec le soutien du royaume belge et avec le soutien de toutes les bonnes volontés, j'envisage de faire venir, en accord avec le docteur Barbara Plantenstein, de faire venir cette exposition ici à Douala, et ce sera sans doute, nous l'espérons, les jalons d'un projet de musée germano-camerounais ici à Douala. Cette exposition est un événement, cette exposition crée beaucoup d'espoir et malgré le coronavirus qui a ralenti les choses, nous allons faire de cette exposition un événement avec un certain nombre de manifestations et je remercie Barbara d'avoir ouvert cette opportunité de nouvelles relations entre Douala et Hambourg, entre le Cameroun et l'Allemagne. Belle exposition, prenez du plaisir, documentez-vous et nous aurons l'occasion d'avoir des échanges prochainement. People are trapped in history and history is trapped in them. Die Menschen sind der Geschichte ausgeliefert und die Geschichte ist dem Menschen ausgeliefert, hat der Schriftsteller James Baldwin einmal geschrieben und damit darauf verwiesen, dass wir uns immer wieder bewusst werden müssen, dass die Geschichte und ihre Erzählweise abhängig ist von dem, der sie erzählt. Die Ausstellung Hey Hamburg, kennst du Douala Mangabell hier im Museum am Roten Baum, soll dabei helfen, genau dieses Bewusstsein für einen zentralen Aspekt unserer Geschichte, nämlich für unsere koloniale Vergangenheit, zu schärfen. Sie bringt viele unterschiedliche internationale Blickachsen zusammen. Sie hilft uns, nicht mehr übereinander, sondern miteinander zu reden. Und sie tut dies, indem sie ganz viele unterschiedliche Stimmen mit einbezieht. So war die Urenkelin von Rudolf Douala Mangabell, Marilyn Douala Mangabell, maßgeblich an der Konzeption der Ausstellung beteiligt. Viele internationale Stimmen sind in die Erarbeitung eingeflossen und ich hoffe sehr, dass der kamerunische Gastwissenschaftler Dr. Richard Tsogang-Fossi die Zeit, die er länger hier bleiben musste, als Corona-bedingt eine Abreise in seiner Heimat nicht möglich war, in Hamburg gut verbracht hat. Denn für unsere Stadt ist das Thema dieser Ausstellung ein zentrales. Wir sind ein zentraler Schauplatz kolonialer Geschichte und haben uns der Aufarbeitung und der Entwicklung einer Verantwortungsperspektive für die Verbrechen und für die Ungerechtigkeiten des Kolonialismus seit Jahren verschrieben, gemeinsam mit vielen, vielen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren in der Stadt. Aber die Relevanz der Ausstellung geht über unsere Stadtgrenzen hinaus, denn wir sehen, dass Spannungen und Spaltungen international weiter zunehmen und das gleichberechtigtes Erzählen und das Bewusstsein darum, dass wir Geschichte eben nicht ausradieren können, sondern uns jederzeit immer wieder neu zu ihr verhalten müssen, dass wir dieses Bewusstsein schärfen müssen, wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen wollen. Und dabei ist es wichtig, neue Erzählperspektiven zu entwickeln. So zum Beispiel den Versuch, hier die Geschichte von Douala Mangabell mittels einer Graphic Novel in einem modernen Gewand so zu erzählen, dass sie auch junge Menschen erreicht und dass sie dabei hilft, Bildungsangebote zu entwickeln für Bereiche, über die wir in unserer Gesellschaft noch zu wenig sprechen, für Geschichten, die noch zu wenig erzählt sind. Und sie trägt dazu bei, dass wir schwarze Vorbilder ins öffentliche Bewusstsein tragen können und die Geschichten derjenigen erzählen, die im Kampf um Wahrheit und um Gerechtigkeit ihr Leben lassen mussten. Ich bedanke mich beim Museum sehr für diese wertvolle Ausstellung und wünsche ihr viele, viele Besucher für dieses vielstimmige und vielseitige Museumserlebnis, sobald sich die Türen des Museums wieder öffnen dürfen und wir Besucherinnen und Besucher empfangen können. Non, nous ne sommes pas venus pleurer, mais nous sommes venus rendre hommage.
à Rudolf Douala Mangabel, le père de notre nation. Le 7 août 1914, Rudolf Douala Mangabel et Ngoussadine sont jugés. Verdict, condamnation à mort par pendaison. Rudolf Douala Manga, fils de Manga Ndoumbé et petit-fils du prestigieux Ndouba Loba, né à Cameroun, actuelle ville de Douala, en 1872. Suite à la mort de Manga Ndoumbé en 1908, Rudolf Douala Manga devient chef supérieur du clan Bel. Rudolf Douala Manga reçoit le décret d'expropriation de la population Bel le 30 janvier 1913. Le 7 février de la même année, au nom de tous les chefs Douala, Rudolf Douala Manga envoie un message de protestation au Reichstag. Nous ne sommes pas venus pleurer, mais nous sommes venus rendre hommage à Rudolf Douala Manga. Les Allemands commencent la destruction des maisons Plateau-Jos en décembre 1913. Véritable catastrophe. En 1914, Rudolf Douala Manga est mis aux arrêts le 10 mai pour trahison contre l'Empire allemand. Le 15 mai, Ngoussadine, son secrétaire particulier, est arrêté en Allemagne et rapatrié le 23 mai. Le 7 août 1914, Rudolf Douala Manga et Ngoussadine sont jugés. Verdict, condamnation à mort par pendaison. Ikonge dindene oye ne kombo oben mwendi mwa tobo tobo mwina wa plano olele babo oyela ni kande di koton no yimi diba o malaso o nongo yala o tumse mwendi mwa tobo tobo mwina mwa we o tit na yongo yongo amlema mwina besa mwente singamo ni kainde bwamba kotele
makom na bianela biso na makoma suma jama mena odia no ben omlema odibo kimene so nyasam na edube edibene no wa ya tomse wa ya. Bonjour à vous. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier le musée Am Rottenbaum, le MARKK de Hambourg, pour l'exposition Hey Hambourg, connaissez-vous Rudolf Wallamangabell? Parce qu'il défendait la souveraineté locale contre l'envahisseur. En effet, cette exposition est le tout premier événement public porté par une institution allemande en République fédérale d'Allemagne qui concerne le roi martyr Rudolf Wallamangabell. Et en plus, il s'agit d'une manifestation de longue durée destinée en priorité à un jeune public. Il est essentiel de souligner que cet illustre personnage, à qui je succède, aujourd'hui sur le trône des Belles, est une figure emblématique pour tous les Camerounais. Il est celui qui a été sacrifié par le gouvernement allemand pour avoir défendu le droit foncier des natifs du Cameroun. En tant que juriste formé à Bonn, il a pris la tête du combat en faveur de la souveraineté locale pour que les nombreux peuples regroupés malgré eux dans des frontières accidentelles puissent devenir définir leurs propres lois. Cette exposition au travers de Rudolf Wallamangabell honore tous les Camerounais. Il est fondamental que le peuple allemand et surtout la jeune génération entendent, voient et comprennent la cause défendue par le roi Rudolf Wallamangabell. Et qu'à partir de la mémoire restaurée, les jeunes des deux pays se comprennent mutuellement et révèlent ensemble les défis du futur. L'exposition Hey Hambourg, connaissez-vous Rudolf Wallamangabell? Réveille la mémoire du passé commun entre deux villes portuaires que sont Douala et Hambourg. Elle permet au public allemand de s'informer sur l'histoire coloniale de l'Allemagne en Afrique, au Cameroun en particulier. Les publics du Cameroun en tireront également un bénéfice pour la mémoire collective lorsque cette exposition sera accueillie à Douala. En jetant cette passerelle entre les deux pays, le MARKK, Museum am Rottenbaum, œuvre ouvre une opportunité pour que s'établissent des relations que j'espère riches et durables entre Douala et Hambourg, sur le plan culturel bien sûr, mais également sur les plans économiques et éducatifs. Une coopération à définir pour un futur commun. En attendant cette perspective, je souhaite un plein succès à l'exposition Hey Hambourg, connaissez-vous Rudolf Wallamangabell? Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Hambourg. Sie sind alle willkommen in Douala. Ich heiße Amanda Agbeke, bin 15 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Ich bin hier, weil ich sehr froh darüber bin, dass es so eine Ausstellung gibt, die das Thema Rassismus und Kolonialismus behandelt. Da, wenn man das in der Schule anspricht, gesagt wird, dass es zu schwer und zu kompliziert noch für uns junge Leute ist. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass es jetzt hier die Chance gibt, etwas darüber zu lernen.
Warum wurde genau diese Geschichte ausgewählt, wenn es so viele zum Kolonialismus gibt? Barbara Plankensteiner, die Direktorin, hat, ich glaube, so vor ungefähr 3 Jahren die Prinzessin, Prinzessin Marilyn Dualamangabell, kennengelernt, die Urenkelin von Rudolf Dualamangabell. Und die beiden hatten dann zusammen die Idee, dass sie gesagt haben, es wäre doch ein super gutes Ausstellungsthema und es wäre auch total wichtig, auch so eine Art von Ausstellung auch zum deutschen Kolonialismus mal in Deutschland zu machen. Und als wir als kuratorisches Team davon gehört haben, dachten wir, wow, also einfach eine richtig gute Geschichte. Zum einen, weil sie so viele Anknüpfungspunkte bietet an Themen, die immer noch super aktuell sind. Also obwohl die Geschichte 150 Jahre alt ist, waren wir so trotzdem, es geht um Themen wie Kolonialismus, Rassismus, wie erinnert man an Leute wie Rudolf Dualamangabell, warum ist er vergessen in Deutschland? Und haben gedacht, das wäre echt spannend, das zu machen. Und der andere Grund ist, dass die Geschichte auch sehr eng mit Hamburg verknüpft ist. Also auch gerade die deutsch-kamerunische Kolonialgeschichte sehr eng mit Hamburg verknüpft ist. Und unter anderem auch Duala-Sammlungen hier im Haus sind. Und für uns war das auch eine Möglichkeit, diese Duala-Sammlungen wirklich auch gemeinsam mit den Nachfahren von Rudolf Dualamangabell, aber auch mit Leuten aus Duala, sich anzuschauen und auch zu erforschen. Und das war, das waren so Mitgründe, warum wir ziemlich begeistert waren, diese Ausstellung zu machen. Weiß die heutige deutsche Politik von Rudolf Dualamangabells Geschichte? Also das Letzte, was wir herausgefunden haben, war, dass eine Debatte stattgefunden hat im Deutschen Bundestag zur Parlamentarischen Fragestunde 2014, ich glaube im November. Und Christian Ströbele hat nachgefragt, was eigentlich mit der Rehabilitation von Rudolf Dualamangabell ist. Und die Antwort war, dass die deutsche Regierung auf ein offizielles Schreiben oder auf eine offizielle Aufforderung aus Duala wartet oder beziehungsweise aus Kamerun wartet und sie dann natürlich reagieren würden. Aber genau diesen Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte oder aus der parlamentarischen Fragestunde, die ist auch in der Ausstellung zu sehen. Von daher vielleicht vorbeikommen. Gerne. Warum soll die Ausstellung eher Familien und Jugendliche ansprechen? Also ich glaube, 3 Sachen. Auf der einen Seite ist es so, dass Rudolf Dualamangabells Geschichte sowieso auch selber eine Familiengeschichte ist und eine generationenübergreifende Geschichte. Und es da von daher naheliegend war, auch die Ausstellung für Kinder und Jugendliche und für Familien auszurichten. Und die anderen 2 Sachen sind, dass es zum einen ja um Kolonialismus und Rassismus geht. Und ich denke, dass das aktuell ganz viel so getan wird, als ob das so schwierige Themen wären. Und wir wollten einfach zeigen, das sind keine schwierigen Themen, sondern es geht um Fragen von Gerechtigkeit. Und gerade solche Fragen sollten wir mit Kindern und mit Jugendlichen und mit Familien besprechen. Und der 3. Punkt ist Erinnerungskultur, was ja auch eine große Rolle spielt in der Ausstellung. Und Erinnerungskultur, der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte ist ja nicht so sehr zurückzublicken, meiner Meinung nach, sondern sein Verhältnis, also sein eigenes Verhältnis zu sich und zur Gesellschaft neu zu bestimmen, um daraus heraus dann zu verstehen, was für eine Zukunft wollen wir eigentlich. Und gerade wenn es um Zukunftsfragen geht, macht es auch meiner Meinung nach total Sinn, das mit Kindern und mit Jugendlichen zu verhandeln. Ich bin ja gerade durch die Ausstellung gegangen und fand das Kapitel mit den Deutschen sehr interessant und würde gerne noch mal so genauer wissen, warum die jetzt diesen Sinneswandel hatten, warum zu dieser Zeit und was überhaupt der Grund dafür war. Also ich würde eigentlich sagen, dass es war kein Sinneswandel, sondern wenn wir uns die Geschichte angucken, dann haben die Deutschen mit den Duala Verträge abgeschlossen. Einmal den Vertrag, der in Deutschland auch bekannt ist, die sogenannten Schutzverträge. Aber sie haben auch ein zusätzliches Abkommen mit den Duala unterschrieben, in dem die Duala Aufforderungen gestellt haben. Und
ab dem Zeitpunkt, wo sie diese Verträge unterschrieben hatten, haben die Deutschen eigentlich kontinuierlich immer wieder diese Vereinbarungen gebrochen. Und man sieht das auch an einer Stelle in der Ausstellung, in der es darum geht, welche Strategien die Duala entwickelt haben, um über die Jahre hinweg sich dagegen zu wehren, gegen diese Grenzüberschreitung der Deutschen. Und sie haben eine ganz eigene Art entwickelt, damit umzugehen, indem sie immer wieder Petitionen geschrieben haben. Und man sieht in der ganzen Zeit während der deutschen Kolonialherrschaft und später auch mit der französischen und der britischen Kolonialherrschaft, dass es immer wieder Punkte gegeben hat, wo die Duala und die Deutschen geclasht sind, weil die Deutschen Vereinbarungen gebrochen haben. Und dieser Wendepunkt 1912, 1913, 1914, als die Deutschen dann entschieden haben, die Duala zu enteignen und zwangsumzusiedeln, ich würde eher sagen, das war nicht ein plötzlicher Sinneswandel, sondern es war die Spitze vom Eisberg oder es war dann der Wendepunkt, wo dann die Duala nochmal gesagt haben, es reicht jetzt, also es ist einfach too much und es dann aber eskaliert ist. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Kulturstiftung des Bundes. Ich frage einfach, hey Hamburg, kennst du die Geschichte von Duala Mangabell? So heißt nämlich die Ausstellung, die wir heute eröffnen und über die wir uns als Kulturstiftung besonders freuen. Warum tun wir das? Wir sind mit diesem Haus, mit einem neuen Namen, Mark. Als wir angefangen haben, uns sehr eng mit diesem Haus zu verbinden, hatte es noch den alten Namen. Und wir sind eingestiegen, um einen Prozess, einen Wandlungsprozess dieser Institution zu begleiten. Und eigentlich gleich auf mehreren Ebenen mit verschiedenen Programmen, die wir als Kulturstiftung zur Verfügung stehen. Diversitätsprogramme und eben auch Transformationsprogramme, meine ich mal. Und Ihre Direktorin Barbara Plankensteiner ist sehr schnell auf diese Angebote eingestiegen, um etwas vorzuschlagen, womit sie ihre Sammlung vielleicht anders erzählt, anders präsentiert, mit ihrem Team natürlich zusammen, mit ihrem wunderbaren Team, aber auch mit der Bürgerschaft, mit den Hamburgern, mit Menschen, die diesen Prozess begleiten wollen, die auch ihre Expertise, ihr Wissen mit hineinbringen. Und nicht eben nur die Hamburger, und das ist, glaube ich, jetzt auch noch mal ganz entscheidend, auch für dieses Projekt, die Menschen, die aus den Herkunftscommunities kommen, wo ja, die meisten Gegenstände, die sich in diesem Haus, die Objekte befinden, ihre Heimat hatten. Und in diesem ganzen langen Weg des Wandels und des Neuerfindens von Gesprächs- und Kommunikationsmodalitäten, muss man sagen, geht es nicht nur darum, Objekte zurückzugeben, was wir Restitution nennen, sondern es geht, ja, natürlich geht es um Restitution. Das hört man ja auch jeden Tag, wie heftig da die Verhandlungen gehen. Aber es geht auch um eine Zukunft, nämlich ums gemeinsame Planen, gestalten, um den Austausch von, ich weiß nicht, ob man das gemeinsame Geschichte nennen kann, das ist wahrscheinlich ein schwieriger Begriff, aber jedenfalls mit die Geschichten, die jeweiligen zusammenzubringen, sie sichtbar zu machen. Und das tut dieses Haus, wir nennen das Labore und da wird eben viel ausprobiert, wie man diese Gespräche, in diesem Falle geht es sehr speziell um Kamerun, daher eben auch die Geschichte der Familie Mangabell, auch die Prinzessin Marilyn Mangabell, die heute eine Zeitgenossin, ist involviert in diesen ganzen Prozessen. Und nicht nur sie, sondern eben auch Wissenschaftler. Dr. Richard Zogang Fossi hat als Resident über mehrere Monate in Hamburg dazu beigetragen, dass dieses Wissen mit einfließt in das Haus, in diese Labore, in überhaupt die Zukunft, die Ausrichtung dieses Hauses und ich würde sagen, nicht nur dieses Hauses, sondern es geht schon darum, dass die anderen Häuser
sich austauschen, sehen können, wie macht man das, wie wird sowas eigentlich geübt und etabliert. Und insofern lernen wir alle voneinander, wie wir uns auf eine bessere und auch andere Welt einstellen. Ich möchte noch erwähnen, in dieser verschiedenen, man sagt Multiperspektivität, also in den verschiedenen Bildern und Blicken, die hier reinfließen sollen, gibt es auch den künstlerischen. Und der spielt hier, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Caro Akpokire ist Teil dieses Projektes mit, ja, fast, wie soll ich sagen, einer Graphic Novel. Also seine Form des Erzählens dieser Geschichte. Man sieht an diesen ganzen Menschen, die mitmachen, dass es eine große Offenheit und eine Lernbereitschaft gibt in diesem Haus. Ihnen allen meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir arbeiten irre gerne mit Ihnen zusammen. Viel Glück auch noch für die Zukunft. Why us? Because we people of African descent have an obligation, have a responsibility to see that there is a transformation. Ich persönlich setze mich mit der Kolonialgeschichte auseinander, weil ich viel zu lange blind durch Hamburg gelaufen bin und es einfach wichtig ist zu wissen, was für barbarische Dinge weiße Menschen uns angetan haben. Für mich ist es kein Wir, für mich ist es ein Ihr. Und Geschichtsunterricht ist nicht nur das, was in den Büchern steht. Das heißt, guckt einfach mal, was es sonst so auf der Welt gibt. Es ist nicht nur Europa auf der Karte. Wenn ich an die Frage denke, warum wir, dann denke ich vor allem daran, dass Geschichte geschrieben ist. Und dabei ist natürlich wichtig, sich zu fragen, ja, welche Rolle, welche Perspektive bringe ich denn eigentlich in die Erzählung ein? Ich glaube, dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen sollten, weil jeder seinen eigenen Standpunkt hat und seine eigene Perspektive und vor allem seinen eigenen Kontext und jeder auch seine eigene Geschichte und Erlebnisse. Und die Leute müssen verstehen, dass es alles nicht mit Rassismus gibt, sondern weiß Rassismus gibt und wir eben der Rassismus sind. Why now? Because now is the time. We can't keep on waiting and we have to think of the future generations. Pass something on to them. Dadurch, dass überall über Dekolonialisierung gesprochen wird, finde ich, dass es auch genau jetzt Zeit ist, nochmal zurück in die Geschichte zu gehen, zu gucken, was passiert ist, um voranzugehen. Weil es Dinge sind, die leider immer noch passieren. Korruption ist keine Sache, die von heute auf morgen aufgeklärt oder aufgelöst werden kann. Aber einfach die Wurzel dessen zu verstehen, ist essentiell. Ich glaube, dass jetzt wichtig ist, weil wir in etwas drinstecken, was keinen Anfang und vielleicht auch kein Ende hat. Und das heißt, dass wir es vor allem immer noch machen müssen und mehr machen müssen und weitermachen müssen. Warum jetzt? Weil wir uns auch heute natürlich mit Diskriminierung, mit Alltagsrassismen beschäftigen müssen und weil die natürlich auch irgendwo herkommen. Das heißt, Geschichte hat uns geprägt bis heute und hat strukturell solche Rassismen, solche Diskriminierungsformen auch verankert. Deswegen ist es umso wichtiger, genau hinzuschauen, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, was kann ich persönlich vielleicht in der Schule, vielleicht im Museum machen, um alle Perspektiven einzubringen und um da auch wirklich jede Sichtweise zu erzählen. Man sollte sich genau hier in Deutschland damit auseinandersetzen, weil auch genau hier alles begonnen hat. Wenn euch die Afrika-Konferenz nichts sagt, dann googelt es einfach. Hamburg ist für mich ein wichtiger Ort, sich damit auseinanderzusetzen, da Hamburg eine sehr, sehr reiche Stadt ist und mir einfach selbstbewusst wurde mit der Geschichte von Rudolf Mangabell, dass dieser Reichtum auch größtenteils durch Ausbeutung ermöglicht wurde. Ja, die Geschichte, die wir hier in der Ausstellung sehen, ist ja eine Hamburger Geschichte. Das heißt, uns alle geht auch diese Geschichte an und das, was damals passiert ist. Und was wir uns fragen sollten, ist, was nehme ich daraus mit und welche Verantwortung haben jetzt eigentlich alle, die von dieser Geschichte berichten oder die mit Geschichte zu tun haben? Beispielsweise die Schulen, die Museen, also was stelle ich aus, was zeige ich und welche Perspektiven möchte ich auch einbringen? Wir sind eigentlich das hier, man muss bei sich selbst anfangen, weil jeder die Dinge anders sieht und anders versteht und es erst was bringt, wenn man seine eigenen Wege findet, eben damit umzugehen und es zu erkennen. And it's so important that we are here to claim this space and make it our very own.